Generalprobe für Eintracht Norder steht vor dem Restart-Match in der Regionalliga gegen die U23 von Werder Bremen. Mit der bisherigen Testspielausbeute darf Trainer Olufemi Smith zufrieden sein. Gegen Poppenbüttel, USC Paloma und den Heslinger SC ging es immer erfolgreich zur Sache. 14:2 Tore und 3 Siege. Für die Gäste stand der erste Test in dieser Saison an. Zuvor gab es ein Warmlaufen in der Halle beim Lotto Masters in Kiel. Dort war im Halbfinale Feierabend. Wer kommt besser aus dem Block? Kaltstartender Eicheder oder im Saft stehende Norderstädter? Wir gehen rein in diese Begegnung. Die Eintracht in Rot, der SVE in den gelben Trikots von links nach rechts. Der Start furios. Das war Cemal Cesar, der Marcel Gewert im Tor der Gelben getestet hat. Im Anschluss dann direkt die Gästeandrücker, weil Philipp Koch den Ball verliert und der SVE kam mit Aaron Gerken zur ersten Gelegenheit in diesem Spiel. Nach nur 17 Minuten musste Trainer Paul Kujawski erstmals reagieren. Innenverteidiger Luca Reimers hatte sich verletzt und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Silas Meier seit einem Jahr im Team. In der ersten halben Stunde fanden die Gastgeber schneller ins Spiel und kombinierten sich ansehnlich durch die Reihen des Oberligisten. Jan-Pelle Hoppe für Kang Min Choi aufgelegt, einmal gestoppt, aber doch ein gutes Stück vorbei. Die Norderstädter verlagerten das Spiel in die Hälfte ihres Gegners. André Wallenborn hat auf der Außenbahn das Auge für den zentral lauernden Hoppe und der versucht's mal mit dem rechten Fuß. Keeper Gewert hält aber weiterhin das 0:0. Immer wieder erarbeiteten sich die Gastgeber Möglichkeiten. Dieses Mal war es Holger Brüning, der es mal aus der zweiten Reihe versucht hat. Seit mittlerweile 4 Jahren im Verein, der fast 2 Meter große Stürmer. Bisher nur eine Chance für den SV Eichede, der früh in den Verteidigungsmodus gehen musste, weil die Norderstädter schon wieder kamen. Vorne wieder Sezer Pfosten. Das war ganz knapp aus Sicht von Gelb-Schwarz. 0:0 zur Halbzeitpause. Eine einseitige erste Hälfte, viele Gelegenheiten für Eintracht Norderstedt, eine vielversprechende Möglichkeit für den SV Eichede, die solide ins erste Spiel des Jahres starteten und mit Marcel Gewert einen starken Keeper im Tor hatten, der dafür sorgte, dass die Null bis zur Pause auf der Anzeigetafel stehen blieb. Das Team rund um Schiedsrichter Dr. Gerrit Brethold war dann auch ready für Halbzeit 2, in der SVE Offensivkraft durchblitzen ließ. Völlig allein vorm Tor stand nämlich Tom Wittig. Das war sie. Die große Gelegenheit, gegen den Klassenhöheren in Führung zu gehen. Weitermachen, anknüpfen, sagt Pierre-Maurice Ehlers. Diese Chance, die zweite für die Gäste und beste Gelegenheit des Spiels bisher. Kontinuierlich an ihre Leistung anknüpfen konnten aber nur die Gastgeber, die sich wieder einmal durch die Reihen des SV kombinierten und plötzlich freie Bahn hatten. Kapitän Fischer klärt in höchster Not. Der Schuss kam von Dylan Williams. Dann war die große Wechselzeit bei den Roten angebrochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal wechselte Trainer Smith, Wind der ganz frischen Sorte fürs Spiel der Eintracht. Schien den Gästen nur wenig zu imponieren, denn Morten Wahl hatte eine herausragende Gelegenheit. Das war nicht gerade einfach für Keeper Lars Huxoll. Wir gehen rein in eine Schlussphase, in der plötzlich die Eicheder Fußball spielten. Tom Wittig am Ball, mit einem Lauf übers halbe Feld, vorbei an allen Roten. Und dann noch dieser starke Abschluss. Die Norderstädter drohten das Spiel trotz ihrer Überlegenheit aus der Hand zu geben. Es ging wie beim Tennis hin und her zwischen den Toren. Nun wieder Norderstedt am Zug mit Benjamin Dreker und Gewert. Ein Eichede-Urgestein, schon immer dort gewesen, nur einen kurzen Ausflug gab es zur Dortmunds U16. 5 Minuten vor Schluss, die Gastgeber machen wieder Druck. Sie wollten sich den Sieg unbedingt erkämpfen. Das ist Ayub Akbar im Doppelpass mit Jonas Bionek und dann gipfelte die Dramaturgie in einen Elfmeter. Aaron Gerken hatte Akbar zur Fall gebracht und der Elfmeter berechtigt. Rico Borg also vom Punkt. Und da ist dieses Tor, auf das alle im Edmund-Plumbeck-Stadion gewartet hatten. Es passt zu dieser Story, dieser Partie, dass dieses entscheidende Tor ein Elfmeter war, weil beide Mannschaften aus dem Spiel heraus immer wieder attraktive Chancen kreiert hatten. Am Ende die Norderstädter vielleicht mit 1, 2 Gelegenheiten mehr, aber der SV Eichede hat alles reingehauen, sich wunderbar gegen den Regionalligisten gezeigt und Energie getankt für die nächsten 7 Freundschaftsspiele. Elias Rampel hat die Stimmen zum Spiel. Unser erstes Testspiel, ich denke, wir haben eine richtig gute Leistung vollbracht, können sehr zufrieden sein, eine Woche erst im Training. Man hat es hinten raus auch gemerkt, deswegen hatten wir so ein paar unsaubere Aktionen, auch der Elfmeter. Das ist dann auch einfach ein Kräfteverschleiß, ich denke, Norderstedt ist uns da voraus.
Müssen ja auch starten nächste Woche. Aber insgesamt, wir hatten auch Torchancen selber in Führung zu gehen. Nichtsdestotrotz, Neustadt hat auch verdient gewonnen, gerade hinten raus. Aber darauf können wir aufbauen. Ja, wir können hier einiges mitnehmen. Einmal ist es vor allem die Zweikampfführung. Das zeichnet uns auch in der Saison aus. Wir haben die beste Abwehr in unserer Liga. Aber auch spielerisch hatten wir gute Momente, dass wir sehr gut im Umschalten waren, gute Konter hatten. Auch das ist etwas, worauf wir aufbauen wollen. Wir hören den Trainer von Eintracht Norderstedt. Ja, die Vorbereitungszeit war recht ordentlich. Wir haben gute Testspiele gehabt, gut gearbeitet in der relativ kurzen Vorbereitungsphase, die wir jetzt hatten. Waren ja dann letztendlich nur knapp 3 Wochen. Mit dem Test heute bin ich so mittelmäßig zufrieden. Gut war es, dass wir mal wieder auf dem Naturrasen spielen konnten, weil es das am nächsten Sonntag ja auch erwartet. Wir haben wieder zu Null gespielt, haben das Spiel am Ende auch gewonnen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass heute die Abläufe noch nicht so ganz perfekt waren, wie wir uns das vorstellen. Das haben wir auch schon besser gehabt. Das Spiel am Freitag hat mir da deutlich besser gefallen, aber das ist auch in Ordnung so, das passt noch alles. Bin mit der Einsatzbereitschaft, mit dem konditionellen Teil, mit dem aktuellen Stand der Dinge bin ich einverstanden. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, um uns dann den letzten Schliff zu holen, und dann hoffe ich, dass wir gut gerüstet sind für Werder.